müssen methodisch vorgehen. Raum für Raum säubern und jeden einzelnen Zischer ausschalten. Mann, dass ich mal in der Geschäftsleitung arbeite. Na, was sagst du jetzt, Mami? Bis später. Sie wissen ja, wo ich bin. Wenn der Dia-Projektor ein Dia benötigt, um die Portale zu öffnen, was ist dann das Objekt der Macht? Die Dias oder der Projektor? Oder ist das ohnehin alles eins? Ich bin die Dokumente aus der Abteilung für Dimensionsforschung durchgegangen. Der Dia-Projektor ist sehr mächtig. Es war gut, dass du ihn abgeschaltet hast. Die Behörde ruft. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden? Bitte, Emily. Nicht mal im Spaß. Ich sag dir, das war unmöglich, ein Reibungs. Warum ist hier ein gewandeltes Objekt? Nachbesprechung für Spiegelausflug 7C. Testobjekt ist Agent Hardy. Hardy verbrachte etwa 3 Stunden im Spiegel, die bisher längste Zeit. Können Sie Ihre Erfahrung beschreiben, Agent Hardy? Agent Hardy ist körperlich gesund. Alle Tests kamen sauber zurück. Doch das Sprachproblem hält schon seit Stunden an. Beruhigen Sie sich, Agent. Es könnte psychosomatisch sein, aber die Tatsache, dass dies erst nach der Rückkehr aus dem Spiegel geschah, macht eine paranatürliche Erklärung wahrscheinlicher. Ich empfehle eine Reihe von Tests und eine Quarantäne der Stufe Orange.
eine seltsame Art, etwas anzuschließen. Moment, das klang nicht richtig. Ja, das ist nicht gut. Was? Ich kann Sie nicht verstehen. Sie müssen zuhören. Ich habe da drin was gesehen. Da ist was drin. Sie müssen den Spiegel sperren. Warum reden Sie so? Was ist los mit Ihnen? Ihr alle, da ist etwas in dem verdammten Spiegel!
das gesehen? Da ist jemand drin. Das ist nicht gut. Das erklärt wohl, warum der Spiegel weggesperrt war. Thank you.
was die Behörde wohl mit dem Ding gemacht hat. Na, jetzt ist es gesäubert. Das Zischen ist weg. Erledigt. Nachbesprechung für Spiegelausflug 7C. Testobjekt ist Agent Hardy. Hardy verbrachte etwa 3 Stunden im Spiegel, die bisher längste Zeit. Können Sie Ihre Erfahrung beschreiben, Agent Hardy? Agent Hardy ist körperlich gesund. Alle Tests kamen sauber zurück. Doch das Sprachproblem hält schon seit Stunden an. Beruhigen Sie sich, Agent. Es könnte psychosomatisch sein, aber die Tatsache, dass dies erst nach der Rückkehr aus dem Spiegel geschah, macht eine paranatürliche Erklärung wahrscheinlicher. Ich empfehle eine Reihe von Tests und eine Quarantäne der Stufe Orange. Was? Ich kann Sie nicht verstehen. Sie müssen zuhören. Ich habe da drin was gesehen. Da ist was drin.
Sie müssen den Spiegel sperren! Warum reden Sie so? Was ist los mit Ihnen? Ihr alle! Da ist etwas in dem verdammten Spiegel! Hier Truppenführerin Lopez. Erstatte Meldung von Expedition 17B. Sind jetzt an der Formation. Optisch keine Veränderung seit dem letzten Besuch. Die Verbindungsmelder stehen noch. Bei einem Bogen blinkt es. Wir sehen uns das an. Dann kommen wir zurück. Lopez, Ende.